Ja, hier ist er wieder, Ihr Rundumdenker und Freidenker Silvano Tujach. An diesem furchtbar kalten Sonntag, 29. Januar, uns wurde ja heute Sonne versprochen. Aber ich sehe da keine, ich habe schon wieder Stimmen gehört von Ökos. Ja, wenn die Hitze jetzt wieder kommt, dann bringe ich mich um, die Hitze, die Sonne. Aber die werden jetzt froh sein heute natürlich, dass die Sonne, diese böse Sonne, uns nicht quält. Und ja, apropos quälen, vielleicht noch ein paar Worte, eine Rückschau zum Thema Lützerath. Hat mich natürlich auch sehr bewegt, ist ja ganz klar. Und ich weiß noch, das war, glaube ich, jetzt im Spiegel in der letzten Woche drin gestanden, ein Leitartikel. Und da wurde natürlich Lützerath und die Protestbewegung glorifiziert als die allergrößten Helden, die man sich vorstellen kann, wie wichtig die sind. Und ich habe ungefähr nach 12 Zeilen sicher gewusst, dass dieser, jetzt weiß, jetzt wurde ich böse, meins aber nicht so, von einer Frau geschrieben worden ist, habe dann hingeschaut, es war auch eine Frau und der Vorname hat darauf schließen lassen, dass diese Frau vielleicht 26 war oder 27 war, sage ich jetzt mal. Und naja, und, aber noch schlimmer war es im Deutschlandradio Kultur, das für mich wirklich ein Sammelbecken juweliler Idioten darstellt. Obwohl ich diesen Sender den ganzen Tag eingeschaltet habe, es kommt manchmal auch was Sinnvolles. Aber hier, ja, wurde ganz deutlich gesagt, dass die Alten, diese furchtbaren Alten in Deutschland, sich niederknien sollen vor dieser Jugend, die für sie demonstriert, damit sie leben können. Und wir Alten, haben sie gesagt, sollen uns bei jedem persönlich bedanken in Lützerath, der für unsere Welt hier kämpft. Und dann habe ich mir gedacht, naja, ich gehöre ja zu diesen Alten und das merke ich ja, wir sind ja nicht bloß in einem Kulturkampf begriffen in den letzten Monaten, halben Jahr, Jahren, sondern auch in einem Generationenkonflikt, den es so wahrscheinlich noch nie gegeben hat. Also das heißt, ganz viele jetzt aus den Reihen der Journalisten, ob es jetzt beim Fernsehen sind, in den komischen Talkshows, sind einfach der Meinung, schafft diese Alten weg, am besten in irgendwelche Lager und dann jagt sie durch den Schornstein irgendwo diese nichtsnutzigen, dummen Alten, die immer noch nicht begriffen haben, dass wir am Rande der Auslöschung der Menschheit stehen in ein paar Jahren, wenn wir unseren CO2-Ausdruck hier nicht verringern. Ja, ja, ich fühle mich da natürlich jetzt auch persönlich angegriffen und ja, ich möchte eigentlich schon nur leben, ich möchte eigentlich nur nicht irgendwo jetzt verdampft werden. Und ja, es ist ein bisschen eigenartig. Also wie gesagt, heute ein bisschen Sonne, liebe Klimaschützer, ein bisschen Sonne wäre doch heute nicht schlecht an diesem furchtbaren Januarsonntag. Gell? Oder meinst du nicht auch? Danke. Okay.